Hey Leute und herzlich willkommen zurück zum zweiten Teil von MMOs, Steam-MMOs angespielt, Forsaken World. Also einfach Forsaken World angespielt, aber von Steam halt. Ja, beim letzten Mal habe ich ja den Krieger gezeigt, den menschlichen Krieger, und jetzt wollte ich, zum zweiten Teil wollte ich ja den hier zeigen. Und zwar, das ist der Vampir, der Kindred-Vampir. Und wollte deren Startgebiet einfach mal zeigen oder einfach deren Anfang, deren Start zum Mischen einführen. Und da fangen wir auch gleich mal an. Wie gesagt, es kommt nicht häufig vor, dass man Vampire spielen kann. Das ist wirklich nicht häufig. Und die Hintergrundgeräusche müsst ihr entschuldigen, mein Kater hat gerade seine Spielphase erreicht. Und das Spiel lädt, lädt und lädt. Und ist fertig mit Laden. Gut. Machen wir erstmal hier, ja. Für den Anfang ist das ja nicht schlecht, Klamotten zu haben. Die sehen auch relativ geil aus. Muss schon sagen, so eine richtige Uniform. Hat schon was. Ja, Quests finden brauchen wir nicht. Brauchen wir keine Hilfe bei. So, das geöffnet. Modetasche geöffnet einmal. So. Dann kann es auch losgehen. Wir müssen zu Humar. Verwirrung, Humar. Wir müssen nach Humar. Dann gehen wir hier durch. Die Umgebung und die Geräusche sind auch schon viel düsterer. Da ist Humar. Hallo Humar. Sieht ja geil aus, Humar. Bla bla bla. Neue Fähigkeit. Ihr habt die Fähigkeit erlernt. Jetzt sind wir ein Vampir. Wow. Jetzt sind wir eine Fledermaus. Und dann gehen wir hier durch. Und dann sind wir wieder keine Fledermaus, oder wie? Ja, super. Das ist wirklich sehr kontraproduktiv, wenn man in sein Mikro reingeht. Ah, Gott. Bin wohl doch ein bisschen verschnupft noch. Egal. Was ist geschehen? Ja, bla 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 bla. Laber mich nicht voll, Kerl, du Erbe des Blutes. Das ist ein viel geilerer Titel als der andere. Heimatgarde. Haben wir's bald. Jetzt hat er wieder was anderes gefunden zum Spielen. Egal. Hallo, helfende Magd. Prüfungsassistenz erhalten. Mit 200 EP zusätzlich. Warum hat er das beim anderen nicht? Naja, egal. Feuer des Urteils. Hier sprechen wir auch nochmal andenken. Mit der Mode gehen. Dann sammeln wir dieses Büchlein hier noch ein. Das ist mit der Mode, gell? Gucken wir mal so. Mal hinzufügen. So, ist ein Footstep wieder. Seelis Quest haben wir damit erfüllt. Und jetzt gehen wir, da leuchtet auch noch was. Hopp. Hopp. Da. Altar des Urteils. Ach, das ist das Feuer des Urteils. Bombs. So. Wieder zu wen müssen wir jetzt? Zu Dragos. Dragos ist woanders. Wir haben Fähigkeiten Blutkontakt, dunkle Wellen und Vampirsiegel. Ich finde mein Vampirsiegel auch schon relativ cool aus. Muss schon sagen. Er hat schon was. Und genannt habe ich ihn Rivere, weil... Ja, klingt für mich nach einem Vampir. Rivere. Wow. Geiles Teil. Der Startgebiet ist viel, viel geiler. Das ist Dragos.
der Graf, der Anführer. Sieht zwar ungefährlich aus, aber er ist hart. Oh, jetzt haben wir einen Grabstein bekommen. Geil. Eine Waffe. Lamia, Dragmara-Clan. Und wieder zurück zu Dragos. Flammende Wut. Sicher. Charlie. Dann geht's auf zu Charlie. Und die Umgebung, wie gesagt, die sieht viel, viel geiler aus. Richtig düster. Und ist halt ein ganz anderes Ambiente von Vampiren halt. Ist ja klar, so sollte das ja auch sein. Da ist Charlie. Wölfe. Wir müssen Wölfe töten. Und wir können hier draufklicken. Und das nehmen. Was ist denn das? Einsame Blutlovier. Okay. Dunkle Wellen fangen wir erstmal an mit einem Zauber. So, der ist tot. Was ist das? Auch ein Zauber. Also der zaubert nur. Wir siegen erstmal draufhauen. Hier. Also der ist irgendwie total imbar am Anfang. Schon weil er halt zaubert. Schon auf Distanz bleiben kann dadurch. Zack. Schön. Blume, wo finden wir denn die? Gehen wir noch zu der Blume. Heißt der ja morgen für der Kummer und Sorgen. Ich habe zwar keine Kummer und Sorgen, aber trotzdem. Da ist die Blume. Das Blümchen, da blüht es mir. Das Blümchen. Blümchenpflücken. So. Und zurück zu Charlie. Ich werde mich um Muriela kümmern. Was ist danach passiert? Zurück zu Dragos. Wir haben neue Klamotten gekriegt. Boah, sehen auch ganz schick aus. Zwar nicht so schick wie das davor, aber auch schick. Man kann sogar springen, wenn man diese Auto-Routing hat. Deswegen ist er nicht so langweilig. Hopp. Und hopp. Hopp. Da ist er. Statt den setzt den Schattenhaufen, entzündet den Schattenhaufen. Den Scheiterhaufen, oh, Entschuldigung. Den Scheiterhaufen. Sagen, was ist denn ein Schattenhaufen? Sehr schön. Uzana. Auf nach Uzana. Tanzfläche. Okay. Verbrauch gesamte Sehenkraft. Ach du holy moly. Was habe ich getan? Wer bist du denn? Dreh. Warum sitzt er da oben? Ey, komm mal runter da. Ich will mit dir plaudern. Ja, noch nicht. Bleib doch da.
Ja, egal. Ja. Zum Glück ist mein Mikro an. Ich dachte eben schon, ich hätte das vergessen, weil ich habe es vergessen zu überprüfen. Und da hinten brennt eine Burg. Hierher. Genius. Nein, nicht wirklich. Da. Utana. Utana auf der Spur. Kann ich euch helfen? Gut haben, keine hässlichen Gesichter. Nein. Frische Kürbissamen, magisches Phosphorpulver und frische Kürbissamen. Die finden wir hier. Das Phosphorpulver kriegen wir wohl von den Zombies. Dann wollen wir mal. Zack! Und magisches Phosphorpulver erhalten. Wusste ich doch, das kriegen wir von den Zombies. Tanzfläche, Bams. Oh ja, das ist geil. Fünf. Wir warten das nächste. 5 von 5. Hier haben wir noch einen hypnotisierten Zombie, mit dem wollen wir auch nochmal sprechen. Ich komme, ich komme. Holt etwas aus was? Ungewöhnliches Quellwasser. Brunnen. Holt etwas Wasser aus dem Brunnen. Haben wir irgendwie ein Behältnis oder so? Was soll ich das machen? Achso. Yeah. Das bringen wir dann Uzana. Kann man hier die Musik eigentlich, ist die Musik hier eigentlich weniger freundlich? Ich kann mal was testen. Was war das? Ui, genau. Nee. Ist das? Nee, das war's nicht. Egal. System. Hier war das. Hier ist die Musik etwas cooler. Das ist so viel Lärm. Noch immer hier verlangt. Quelle im Dorfbrunnen. Und schon unterwegs. Magischer Flakon und Silberlöffel. Lasst einen wilden Hund von dem Quellwasser trinken. Moin. Boah, verdammt. Jägerwappen. Machen wir erstmal. Mucke ist schon stimmig. Morsches Holz. Wilder Hund.
Hunde. Es kratzt an der Tür. Da sind wilde Hunde. Ich soll mir davon trinken lassen. Boah! Das ist nicht gut, ey. Morsches Holz brauchen wir für echte Zeichen. Hui! 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 Da heiraten gerade zwei. Oh, nicht schlecht. Kratzspuren. Sammeln, Marshalls Holz. Bums. Haben wir auch erledigt. Silberlöffel und magischen Flakon haben wir auch. Jetzt können wir zu dem Jäger nochmal eben schnell zurückgehen. So. Nehmen wir mal an hier. Was ist das denn überhaupt? Bild. Klar. Die Steine können wir benutzen. Achso, wir müssen unseren XP-Buff ablegen. Okay, machen wir aber nicht. So. Support zurück. Startbericht. Zana. Hallo, Zana. Wir haben das hier. Verstehe. Und die verfluchte Quelle. Seltsamer Fluch. So, trink den Trank. Trank. Den hier. Oh. Langsam erscheinen fremde Fußspuren auf dem Boden. Folgt den Fußspuren, um festzustellen, wo wir sind. Das ist ja geil. Das ist ja geil. Ich mach die Dudelmusik gleich wieder aus. Die nervt mich ein bisschen. Das ist sich immer so wiederholt. Das ist ja geil. Boah, fucking. Was geht denn hier ab? Boah, ey. Krass. So, nein. Was ist das denn? Ein Regen. Und eine leere Flasche. Juhu. Eine leere Flasche. Epic Loot. Wollte ich schon immer mal haben. Verfolgung der Wölfe. Der Wölfe. Was verfolgen die der Wölfe? Da lassen wir uns nicht lumpen und sacken alle ein. Sehr schön. Boah, das sieht aber auch schon echt geil aus, muss man schon sagen. Also ja doch. Hat echt was. So. Aber die Schuhe sind noch nicht stimmig. Ich krieg da auch noch stimmige Schuhe zu. Ich sehr ungehalten werden, wenn ich keine Schuhe bekomme. Naja, okay, ich bin keine Frau. Die werden ungehalten darüber. Flusswasser. Habe ich mir irgendwie gedacht, dass man das machen muss. Wundert mich schon, dass wir hier überhaupt rein können. Sind wohl ein Vampir der höheren Ebene. Der höheren Generation.
Brigitte. Schon, lass uns anfangen. Brigitte ist Wiedergeburt. Was habe ich ja nicht. Ach da. Vampirischer Kuss. Ich glaube, wir haben gerade einen Vampir erschaffen. Ja. Ganz rot. Vampir. Vampir. Wie hier. Oh, das ist mal ein geiler Buff. Sieht echt richtig cool aus. Macht kein Alpha, macht kein Beta. Stimmt die beiden hier. Flock. Vampirischer Kuss. Wow, das sah geil aus. Man muss schon sagen, die Zauber und so, die haben echt geile Effekte. Frank. Frank! Das ist auch nett. Bams! Und Bams! Und er ist tot. Jetzt zu Garzrott zurück. Sehr schön. Danke dir für die Information, Stanislav. Dann gehen wir zu Stanislav zurück. Ja, komm, rennt uns hinterher. Rennt uns schön alle hinterher. Schön alle hinterher rennen. Und BAPS! So. Stanislav. 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 Stanislav ist irgendwo da oben garantiert. Stanislav, bringe mir meine Wodka. Eine Flasche Blut. Das sind Werwolf-Patrouillen. Die wollen wir jetzt nicht unbedingt kämpfen. Nicht, wenn es sich nicht vermeiden lässt. Yay. Yeah. Oh, er hat ja mal eine geile Rüstung. Damien ist tot. Blablabla. Zahne. Ich gehe gleich Nahrungsmittel und Getränke verzehren. Der frisst doch kein Fleisch, oder? Wollte ich sagen. Trinkt doch Blut. Schade, das Blut kann man nicht sehen. Und endlich haben wir neue Stiefel. Yeah! Dominik. Wir müssen zu Dominik. Ach ja, und ich wollte Dudelmusik ausmachen. Dudelmusik, Dudelmusik. Aus. So. This is Danny's Love. Danny's Love, ich bin zu Dominik.
Dominik ist wo? Wo könnte dieser Dominik sein? Da. Ist ein Werwolf? Tatsache. Moment mal. Wer liegt denn da? Eine Frau. Da kann man doch was machen. Kann man da nicht erste Begegnung machen? Kuss oder sowas? Dominik. Ah ne, jetzt wird's hier aktiv. Verspätete Information, Verzweiflung, Dominik. Wallerick und 10 Werwölfe. Müssen wir jetzt töten. Fell-Dolch, spezieller Dolch im Kampf gegen Werwölfe, höhere Level. Zielen auf Wallerick rechts klicken. Was ist denn Wallerick? Wallerick. Wallerick ist da. So konnte man ihn noch leicht besiegen, aber naja. Wenn man dafür unbedingt Hilfe braucht. Tagebuch des Werwolfs. Footage-Karte. Und er ist schon wieder da. Den müssen wir jetzt nicht nochmal kämpfen. Muss nicht unbedingt sein. Legen wir lieber die Werwölfe hier flach. Also machen wir platt. Legen sie flach. Schlecht. Ist auch keine schlechte Idee. So. Den noch. Den. Den da drüben noch. Ist schon geil, die Fähigkeit Vampir, weil dann laufen wir auch schneller. Wildschuss hätte der Mensch auch, ey. Leuchtspuren. Damit war. Yay. Ein komplettes Set. Ups. Tot. Fell-Elz-Dolch. Eisendolch. Stanislav. Zurück zu Stanislav. Wo war der Heinz denn? Der war doch hier irgendwo. Kann man doch abkürzen, oder nicht? Steht automatisch das Vampirling. Cool. Sehr schön. Wallis Niederlage. Chorus Brief zu Dragos bringen. Zur Terrasse der Weitsicht. Scheiße. Neues Vampirsieger einsetzen muss. Aber das hat diesmal nicht geklappt. Dann den vampirischen Kuss. Und nochmal Vampirsegel drauf. Ja. Chorusbrief. Wo
Obwohl, wir können es auch anders machen. Wir können es auch so machen. Noch schneller. Und wir sind weg. Corvus Brief. Wir haben Corvus Brief für dich, Meister. Und wir können, glaube ich, schon wieder... Ja. Öffnen. Taschenerweiterung, Seelenbeutel. Erholungstrank. Faulige Kürbissamen, was soll ich damit denn? Prüfungsessenz. Hm. Naja, egal. Hier ist Dragos. Dragos, verzeih mir, bla bla bla. Ich will mein Land verteidigen. Zu Humar zurück. Können wir nicht die Vampirsiege wieder aktivieren hier? Ach doch, können wir auch so aktivieren, ja, dann sollten wir das doch ausrüsten hier. Sehr schön, Humor. Zurück zur Burg, ihr werdet den Leben jetzt da, bla 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 bla, ich möchte nicht los. Erstmal hier dieses Gebet noch machen, das Büchlein benutzen. So, Kuhbilder. Legt euer XP, bla 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 ab. Nein. Ich möchte noch nicht los, doch ich möchte los. Ich glaube, ich bin bereit. Wartet, ich habe noch etwas. Ich bin bereit. Und los geht's, nach Port Kalalaidin. Schon wieder. Aber diesmal als Vampir. Willkommen in Port Kalalaidin. Dankeschön. Ja. Was machen wir hier? Humas Brief, Ritterin, Armen, Rittersmann, Schnee. Neuanfang. Danke für die Hinweise. Nikolas, eine neue Waffe. So wie es bei den anderen auch, gibt es bei ihm auch wieder eine neue Waffe. Und warum ist die Musik hier an? Ich habe nicht gesagt, dass die Spielsounds an sein sollen. Schalten sie sich einfach unangemeldet an. Liegt vielleicht auch daran, dass ich nicht gedrückt habe, bestätigen. So. Jetzt mal. Du. Nikolas, wir müssen mit dir reden. Yorichi. Hui. Ja, den schicken Stab. Neuen Port Kalalaidin. Ach, danke, ich möchte Ami. Ich möchte zu Ami. Habe ich hier dieses Ding? Das Teil hier. Wow. Nice. Und das hier. Schriftrolle der Weisen. Neue Pokalis. Ja. Schriftrolle der Weisen. Gegenstand. Anwenden auf das Ding. Ja. Okay. Naja, egal. Auf Erden geht noch nicht. Renduria, euer eigenes Tier. So, es ist riesig. Ich kann nicht wirklich. Ein Tier wählen. Was gibt es denn? Eine Schildkröte, einen Bock und einen Wolf. Wir nehmen den Wolf. Das ist doch, muss man ganz ehrlich sagen, das ist der coolste von den Auszuwählenden. Ja, den legen wir in den Brutplatz ab. Dann machen wir so. Und so. Quatschen wir nochmal hier. Wird schon auf dem Weg. Albertini. Ui, schick.
Albertini, 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 Albertini. Wo bist du denn hin? Da. Mifflay. Mifflay. Zum Gruß. Welche Berufsarten gibt es? Gibt es noch mehr? Was können wir Berufspunkte machen? Hauptquest. Anführerlinge, also da. Mehr Berufspunkte. So, Ingmar. Gehen wir zu Ingmar. Den Beruf Botaniker. Vampirmeister in Port Nasha. Port Kalanides Nasha. Gehen wir gleich hin. Erstmal gehen wir Botanik lernen. Gelernt. So. Er lernt den Beruf Alchemist. Oh, dass er da extra ganz rumrennt. Ist doch hier. Alchemie ist jetzt. Alchemie ist jetzt auch drin. Und kochen lernen. Sehr schön. Nasha. Dann gehen wir mal zu Nasha. Wie geht's unserem Tierchen? Angler, Redner und Bergmann, Handwerker, Arkanist. Händler, Ausbeuter, Rüstungsschmied, Juwelier, Waffenschmied. Boah, so einen will ich auch. Da ist Nasha. Vampirmeister Nasha. Verhexter Schlag lernen. Von Nasha. Fähigkeit lernen. Verhexter Schlag. Neue Fähigkeit. Verhexter Schlag. Packen wir hier mit rein. Was? Nur in Vampirform verwendbar, also das heißt, wenn wir Vampir sind. Okay. General Sunderland, wieder mal. Hätte das gedacht. Da ist General Sunderland, Feldgeneral, jawohl, Ruf in Port Kalanides, Port Kalanides, jawohl, Sorge dafür, bla bla bla, Sunderlands Befehl an Albert. Ich will die ganzen Rezepte lernen, damit sie weggehen. Beim anderen auch machen sollen.
Naja, ich habe ihn ja noch. Deswegen kann ich das immer noch nachholen. Da gibt es Reittiere. Na egal, halten wir uns einfach mal erstmal strikt an den ganzen, an dem Anfangsplan. So. Und da ist wieder der Kriegermeister Albert. Mein erster Auftrag. Nein, ablehnen wollten wir nicht. Jawohl. Christopher. Ab zu Christopher. Und hier haben wir die Natur der... Oh! Hier wird aber gleich ganz hoch gepokert, ne? Oh, geil. Die gefällt mir. Können wir den verhexten Schlag auch mal probieren. Auftrag der Handelsunion, Christopher. Na, 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 Christopher. Also irgendwie geht das schneller mit den Vampiren von Hand, von der Hand. Aber es liegt vielleicht auch daran, dass sie sich buffen können. Dadurch dann auch schneller laufen können. Christopher, Auftrag der Handelsunion, was soll ich tun? Und kein Wetter. Finde Merkuras Karawane. Gibt's mal ein Mädchen? Passage von Kowai. Schade. Nicht ganz fertig geworden. So, rufen wir den erstmal. Und hier zurückrufen ist hier dann und hier Angriff ist wieder da. So, wo ist er denn? Da ist er. Gut, dann quatschen wir mal mit dem Typen mit dem geilen Schwert wieder. Das war richtig nice. So, können wir die Dings hier wieder öffnen? Weltflöte. Scheißfach. Ne, Schließfachkarte. Scheißfach. Schriftrolle der Weisen. Kann ich anwenden auf. Achso, das ist zum Identifizieren.
Ja, ich will mal die neue Fähigkeit ausprobieren. Oi. Ist doch nicht schlecht. So, leichter Lebenstrank. Leichter Mana-Trank wollen wir auch gar nicht. Leichter Lebenstrank. Leichter Lebenstrank. Oh, das ist ein Mana-Trank. Dann nochmal mit Christopher sprechen. Nein, nein, mit Jerry. Ist tun gelassen. Geplünderte Fracht. Ja, das ging wirklich schneller als beim anderen. Den Panzer kann ich jetzt einfach mal wegschmeißen. Das Teil hier auch. Das will sowieso keine Sau kaufen. Die Dinger hier garantiert auch nicht. Will so ein Tant denn schon haben. Geplünderte Fracht. Geplünderte Fracht. Ist schön, dass sie nicht weggehen. Ist zwar unlogisch, aber gut. Er spart einen danach zu suchen. Schon ist das auch erledigt. Jerry. Waren wieder erlangen. Oh Mann! Alter! General Sunderland. Nach dem alten Stinkstiefel Sunderland. Was ist das denn? Aufzeichnung ist dann nichts Wichtiges anscheinend. Achso, da kommen die Schläge her. Reittierkampf. Grimmiger Wolf. Urin. Und meine Freundin ruft an. Sekunde. Bis gleich. So Leute, es geht weiter. Wir sind, wir haben die Wölfe gekillt und sind jetzt bei Moria. Oder hier, Morin. Morin. Und gegrillte Bärensteaks sollen wir holen. Die werden wir holen. Und zwar, wenn das Fenster mal offen bleibt. Wenn sich das Fenster mal offen bleibt, vor allen Dingen. Ja, mein Deutsch ist schon ein Wunder für sich. Erstmal rufen wir das Viech. Und jetzt zu den wilden Bären. Yay. Was geht denn hier ab?
Ihr betreten die sichere Zone. Ihr betretet die sichere Zone. Das ist schön. Aber wir sind ein bisschen langsam und deswegen machen wir mal Vampirkraft rein, ne? Ah, da sind die wilden Bären. Zack, der ist schon mal down. Bärenfleisch. Lass mich raten, wir sollen da was kochen, oder? Wir haben nur süßen Käse. Haben wir ein Rezept bekommen für... Bärensteaks machen? Was müssen wir machen? Mit den Bären ist Tisch. Ah, okay. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Wir müssen das Vieh erstmal killen. Dann müssen wir wohl noch ein Vieh killen. Oh ne, das Bärenfleisch liegt da nur noch. Egal. Jetzt liegt da zweimal Bärenfleisch. Ist auch gar nicht so schlecht. So. Dann geht's zum Esstisch. Tisch. Pflücken wir uns mal was. Und dann geht's mit dem gepflückten Zeug, dem Bratspieß, an den Lagerfeuer. Naja, wir sind ein bisschen schief gedreht fürs Lagerfeuer, aber egal. Jetzt haben wir einen gegrillten Bärensteak gemacht. Ich glaube nicht. Super. Müssen wir erstmal irgendwas entfernen. Man hat hier einfach zu viel Scheiß. Also das haben sie echt dumm gemacht, dass das man einfach vollgeproppt wird mit einem Zeug. Dafür müsste es auch auf jeden Fall noch eine Lösung geben. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es so bleiben soll. So. Sehr schön. Halbgares Bärenfleisch. Müssen wir aber zweimal machen. So, nochmal. Hä? Halbgares Bärenfleisch, benutzen wir doch. Benötigt der Gegenstand Bärenfleisch? Ach so, es hat eine Erfolgsquote. Das Buch haben wir schon mal gelesen, das ist schon mal gut. Super. Ja. Egal. Müssen wir wenigstens mal ein bisschen mehr tun. Als zu Anfang, so. Haben wir erstmal so ein P-Siegel drauf. Mal ein bisschen mehr. Kannst du wieder beten? Bärenfleisch. So, dann geht's jetzt wieder in Richtung. Alter! Also bei kleinen nervt's. Das ist immer wieder weggeht, ey. So. Geht's hier nochmal den Spieß holen. Hab ich den sogar zweimal. Grillen wir wieder. Bärenfleisch. Wieder nur halbgares Bärenfleisch. Ein paar
verbranntes Bärenfleisch, super. Die ist ja echt jetzt blöd, die Mission. Sammle ich jetzt erstmal 10 Stück ein und dann... Ja, die entspannte Spielzeit ist mal vorbei. Schade eigentlich. Mir gefiel die. Dass man alles so entspannt angehen konnte. So. Dann den Bären töten. Ich zauber was Besonderes. Egal. Was ist das denn? Quellwasser, Quarzgürtel. Was haben wir denn mit so einem Scheiß? Die Karte dreht wieder mal ab. Er hat wieder Probleme. Was weiß ich, was er will. Bärenfleisch wieder. So. Ist auch down. Können wir den hier mal füttern? Wie fütter ich den denn? Zuschmeißen oder was? Ah, hier füttern. Okay, ja. Level ist der überhaupt? Level 7. So, jetzt probier's einfach mit den 5 Teilen da. Die ich habe. Mal sehen. Sehr schön, jetzt haben wir die gegrillten Bärensticks auch gemacht. Bräuchte ja echt mal ein Reittier oder sonstiges. Was machst du denn da? Sekunde, mein Kater dreht wieder mal volle Kanne ab. So, spielst mit dem Tiger. Und solange er nur mit dem Tiger spielt, ist das ja okay. So, der Proviant geht aus. Yep. So, was soll bla bla bla, mysteriöse Blume. 3 mysteriöse Blumen. Das hat bestimmt was mit den Blumen, die da wachsen, zu tun. Wenn ich ehrlich bin, will ich auch gar nicht beten mehr, weil ich krieg zu viel Scheiß dadurch beten. So, da ist ein mysteriöse Blume, also das mit dem Inventarplätzen, hätten sie echt besser lösen können, ne? Kein Spiel erlebt, bei dem man so viel hinterhergeschmissen bekommt und so wenig Platz hat. Vielleicht ist das ja auch Absicht, damit man sich neue Taschen im Intimshop kauft. Wenn, wäre das ziemlich arschig. Eine ziemlich arschige Taktik, muss ich ganz ehrlich sagen. Also die Macher von Perfect World und sind ja wirklich ganz super, haben auch super Spiele, aber wenn das wirklich so eine Taktik von denen ist, damit Geld zu machen, indem sie dann Leuten das aufzwingen,
Ist schon scheiße. Ich weiß es natürlich nicht genau, aber es wäre auf jeden Fall Dreck. Magie hilft immer. Habe ich irgendwie was verpasst oder warum haben die alle Reittiere? Naja, okay, jetzt haben wir auch schon genug von dem Spiel gezeigt, würde ich mal sagen. Können vielleicht mal, was wir mal tun können, ist vielleicht mal ins Schlachtfeld reingehen und uns das mal angucken. Ist nicht irgendwo ein Schlachtfeld? Ja. Egal. Dann. Ja. Würde ich mal sagen, beenden wir hier. Haben wir die Vampire auch nochmal ein bisschen gezeigt. Die Elfen muss ich jetzt, glaube ich, nicht unbedingt zeigen. Sind, glaube ich, egal. Die Vampire waren ja was Besonderes, deswegen habe ich die auch nur gezeigt. Sonst hätte ich eigentlich auch nur den menschlichen Krieger gezeigt. Eigentlich nur an sich das Spiel. Und ja, also das Spiel ist wie gesagt nett. Was mich ein bisschen stört, muss ich jetzt ehrlich sagen, ist mit den Taschen, dass man zu viel Zeug bekommt und zu wenig Platz hat. Man hätte von Anfang an, sollte man mehr Platz haben, finde ich. Hier, Taschen. Ah, okay, ich nehme alles zurück. Wenigstens hat man jetzt... Ja, okay, aber das ist jetzt auch nicht die Welt. Ne? Das ist zwar ein bisschen mehr, aber das ist... Auch nicht die Welt. Naja. Gut. Dann war's das für Forsaken World. Mit dem angespielt Video. Wir sehen uns beim nächsten, oder wir hören uns beim nächsten angespielt Video. Das wird sein, weiß ich noch nicht, vielleicht was mit Bloody zusammen. Vielleicht Age of Empires Online oder so. Irgendwas... Oder irgendwas, was ich wieder alleine mache. EverQuest 2 oder irgendwas. Mal gucken. Wird sich zeigen. Auf jeden Fall bis zum nächsten Mal. Und wenn ihr Spaß an dem Spiel habt, wenn ihr das jetzt, wenn euch das gefällt, was ihr hier gesehen habt, oder wenn euch das Spiel an sich gefällt, spielt es, testet es, habt Spaß. Und ja. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Over and out. Euer Silvarius.